Ja, hallo. Heute Teil 2 von LoRa APRS. Und ja, wir hatten ja im letzten Teil das Thema den LoRa APRS Tracker, also der, wo die Signale sendet. Schaut mal ein Video vorher, da zeige ich euch alles, wie das gebaut wird, so ein Tracker und so weiter. Und heute wollen wir uns mit dem APR, also dem LoRa APRS iGate, also das Gegenstück zu dem Tracker beschäftigen. Ja, da habe ich hier auch heute meine Platine gekriegt, wieder ein TTGO. Eine ganz günstige Platine ist das. Und LoRa für 433 MHz, das ist übrigens ganz wichtig, wenn ihr diese Platinen bestellt, sowohl für den Tracker als auch für das iGate, dass das die 433 MHz Version ist. Ich nehme jetzt für das iGate dieses kleine Board, das habe ich bereits hier schon in so eine, in ein Gehäuse eingebaut. Auf der anderen Seite hat es ein kleines OLED-Display, auch schon fix und fertig am Board dran. Also da musste ich auch nichts mehr anlöten oder sowas. Also da muss man eigentlich überhaupt keine Hand mehr anlegen, außer in das Gehäuse reinlegen. Das ist übrigens ein Gehäuse eigentlich für das MySondi Go Sondenfinder. Ist dasselbe Board, deswegen passt das auch in das Gehäuse natürlich rein. Ist ganz praktisch. Das ist jetzt das LoRa 32 V2 Board. Und ja, im Gegensatz zu dem Tracker hat das jetzt kein GPS. Brauchen wir auch nicht, weil ich ja meine Positionsdaten in der Software dann fest eingebe. Deswegen brauche ich kein GPS. Deswegen wäre, sage ich mal, so ein Board ja, übertrieben. Man könnte auch da die Software drauf spielen, aber das wäre einfach zu schade, ne? Diese Boards sind für die Tracker super geeignet, wie gesagt, weil es ein Onboard-GPS hat und so weiter. Hier hat es den Empfängerchip, den LoRa Empfängerchip und eine Wi-Fi-Antenne, um das dann mit eurem Netzwerk zu verbinden, weil wir wollen natürlich die empfangenen Daten auch auf diesen APRS-Server übertragen, so dass ihr das dann auf der jeweiligen Internetseite auch dann ja, darstellen könnt, ne? Also das, was ihr empfangt. Ganz super Sache. Wir werden jetzt dann auch direkt an den PC gehen. Ich zeige euch, wie man die Software drauf spielt, wie man die konfiguriert. Ist alles gar nicht so schlimm. Und ja, dann schalten wir ein und schauen mal, was so passiert. Mitgeliefert wird ja immer hier so eine kleine Stummelantenne. Die ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Aber ihr könnt natürlich hier auch eine größere Antenne, eine Außenantenne zum Beispiel drauf machen für 433 MHz. Da gibt es ja extrem viele auf dem Markt. Ich setze euch mal einen Link rein von einer Antenne. Und ja, aber wie gesagt, ihr könnt auch die hier nehmen, wo mit dabei ist. Das ist auch okay, ne? Natürlich, wenn ihr jetzt eine Außenantenne habt, habt ihr dann natürlich besseren Empfang. Und wie gesagt, das ist das Gegenstück zum Tracker. Ja, zum LoRa APRS-Tracker, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, ist das im Grunde jetzt der Gegenpart, und zwar der Empfänger. Wie gesagt, hier empfangen wir nur. Deswegen kann das auch jeder aufbauen. Ja? Wir gehen ja jetzt hier nicht in die Luft. Wir empfangen und senden die Daten weiter ins Internet. Und das darf auch ein SWLer oder sonst wer machen. Ja? Also das ist vollkommen egal. Das darf wirklich jeder machen. Und umso mehr es natürlich machen, solche iGates, umso besser ist das für die Leute, die wieder so einen Tracker besitzen. Ja, weil es ist wie eine gute Netzabdeckung. Ne? Umso weniger iGates, ne? Was nützt dir ein Tracker ohne das Gegenstück? Ne? Deswegen, umso mehr das verbreitet wird, umso besser ist es. Gut, dann werde ich das Teil jetzt mal mit rübernehmen, an den PC anschließen und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe das Board bereits wieder per USB mit dem PC verbunden. Was brauchen wir jetzt natürlich als erstes? Klar, wir brauchen wieder die Software. Und wie auch beim LoRa APRS Tracker kommt die Software von dem Peter Buchecker, wie ich finde, wo wirklich gute Arbeit geleistet hat mit diesen zwei Programmen, sowohl für den Tracker als auch für das iGate. Also wirklich klasse gemacht, gut verständlich. Hier sind natürlich auch einige Erklärungen dabei. Runterladen kann man sich die Software wieder bei, wie soll es denn wieder anders da sein, bei GitHub.
Hier sieht man auch, welche Boards man so benutzen kann. Wir benutzen ja jetzt für das iGate das TDGO LoRa 32V2 Board. Das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Und was ich auch ganz toll finde, hat er jetzt gerade auch die letzte Zeit erst gemacht, auch für, sag ich mal, Deutschsprechende, die jetzt nicht so gut Englisch können, gibt es hier eine, ja, ein Quick-Start-Guide hat er dann gemacht. Also wirklich klasse, auf Deutsch, wo Schritt für Schritt auch die Installation erklärt ist. Finde ich ganz toll, findet man extrem selten, muss man wirklich sagen, zumindest so auf deutsche Erklärung, ja, finde ich total klasse. Also da hat er auch da wirklich super Arbeit geleistet. Da kann man echt nichts sagen. Den Link zu dieser Doku stelle ich euch natürlich auch wieder in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch nochmal alles genauestens nachlesen, was die Installation betrifft. Aber wir werden das mal machen. Wie gesagt, von der GitHub-Seite, wo man sich die Software downloaden kann, setze ich euch natürlich auch den Link wieder in die Videobeschreibung. Als allererstes müsst ihr hier auf Code gehen, müsst hier Download Zip, also diese Zip-Datei hier downloaden. Die taucht ja dann in euren Download-Ordner auf. Dann habt ihr hier so eine Zip-Datei, die müsst ihr eigentlich nur entpacken. Dort ist dann ein weiterer Ordner drin, den könnt ihr einfach nehmen und hier auf euren Desktop schieben, wenn ihr das wollt. Das habe ich auch gemacht hier. Ist ein weiterer Ordner drin mit LoRa APRS iGate Master. Den berühren wir aber jetzt erstmal nicht, da müssen wir gar nicht rein. Und starten erst einmal das Plattform.io Visual Studio Code. Das, was wir auch hatten, diese Software zum Flashen des LoRa APRS Trackers. Das ist jetzt genau dasselbe Programm. Wenn ihr da nochmal alles wissen wollt, also auch von dem Programm stelle ich euch nochmal den Download-Link in die Videobeschreibung. Aber wenn ihr da nochmal über die Installation genaueres wissen wollt, dann schaut doch bitte mal in das Video rein, der LoRa APRS Tracker. Da habe ich das nochmal anfangs ausführlicher erklärt. Das wollte ich aber jetzt nicht nochmal wiederholen. Gut, also, als allererstes müssen wir den Ordner, wo wir da runtergeladen haben und beziehungsweise entpackt haben, erstmal hier laden. Da geht man wieder hier oben auf File, dann Open Folder, dann sucht man sich den Ordner. Hier ist der LoRa APRS iGate Master. Und nur bitte einmal anklicken, Ordner auswählen, so. Dann haben wir den hier schon mal drinnen. Beziehungsweise hier. Hier oben müsst ihr dann draufklicken, hier wo diese, ja, diese Explorer, da finden sich dann die ganzen Dateien, wo auch im Ordner sind. Ja, steht auch da, LoRa APRS iGate. Das wäre erstmal der erste Schritt. Was ihr dann auch gleich machen könnt, ist hier die Konfiguration. Das ist hier dieses is-cfk.json. Das klicken wir einfach mal an. Ist wirklich nicht viel und ja, im Grunde müsst ihr hier oben euer Callsign oder euer Kürzel, was auch immer, eingeben. Ja, also das, was hier so rot markiert, hier sind ja so verschiedene, das ist ja so mit verschiedenen Farben unterlegt hier die Schrift. Alles, was rot ist, das tragt ihr ein. Hier tragt ihr euer Callsign ein, was für eins jetzt auch immer. Dann bei SSID natürlich euer Routername oder ne, was immer das auch ist, ja, das müsst ihr halt bei eurem Router nachschauen, was eure SSID ist und natürlich das Passwort von eurem Router müsst ihr dann auch hier eingeben. Dann müsst ihr hier eine Message oder wäre natürlich sinnvoll eine Message eingeben, also das, was dann zum Beispiel auf APRSFI an Message auftauchen soll. Dann natürlich eure Position. Klar, dass das auch dementsprechend richtig gesetzt wird, alles das Gate auf APRSFI bzw. in dem SI, in dem Server. Da bei APRSIS
müsst ihr, ihr müsst auch hier, habe ich gerade vergessen, bei aktiv müsst ihr true eingeben, falls das nicht schon dasteht, damit das auch aktiviert wird. Und für den APRS Internet Server, damit das, wie gesagt, zum Beispiel auch bei APRS FI auftaucht, müsst ihr dann auch hier auf true umschreiben. Dann müsst ihr das Passwort oder beziehungsweise den Passcode eingeben. Mehr müsst ihr gar nicht machen, alles andere ist schon vorbereitet, was dieses Digi betrifft. Das könnt ihr wegignorieren, könnt ihr auch machen. Habe ich mich jetzt selber damit noch gar nicht so viel beschäftigt. Einfach, weil auch die Empfehlung da war, dass man das iGate nicht mit so einem Digi zusammenlaufen lassen soll. Da wird dann auch nochmal irgendwas übertragen. Aber wir beschäftigen uns jetzt rein vom iGate her. Wie gesagt, da auf True, Bacon True. Und ja, dieses Passcode, diesen Passcode, das zeige ich euch noch nachher, wo, oder das kann ich euch gleich zeigen, für diesen APRS-IS-Server. Das ist so ein Passwort, steht hier, aber das ist eigentlich so ein Passcode. Das zeige ich euch jetzt mal schnell. Weil ich glaube, vielleicht wissen das einige gar nicht. Ich tippe das mal ein. Wenn ihr bei Google APRS Passcode eingebt, dann findet ihr so einen APRS Passcode Generator. Da gebt ihr dann einfach euer Rufzeichen ein oder euer Kürzel und dann geht ihr hier, ich mache jetzt einfach mal so und dann Get Passcode und dann generiert er diese Nummernreihenfolge. Und das ist das, was ihr dann hier bei Passwort eingeben müsst. Ja? Also nicht irgendein Passwort von zum Beispiel APRS-FI oder so, das funktioniert dann nicht. Ne? Ihr müsst ja auf diesen Server drauf. Gut, wenn ihr das alles konfiguriert habt, alles eingegeben habt, ich gebe jetzt mal hier mal so ein paar andere Nummern ein, einfach um euch zu zeigen, steht hier, dass eine Datei nicht gespeichert ist. Jo, dann geht ihr einfach hier weiter rechts, nachdem ihr hier alles eingetippt habt und geht auf Save All und schon wird diese Veränderung, was ihr hier vorgenommen habt, auch gespeichert. Das ist ja ganz wichtig, solltet ihr auf alle Fälle speichern. Gut, das war eigentlich schon das Schlimmste. Also viel mehr an Tipperei ist es gar nicht. Jetzt müssen wir das natürlich wieder alles auf das Board flashen. Da geht ihr wieder hier unten, wo Delphool steht, drauf. Dann wählt ihr euer Board aus. In meinem Fall ist das jetzt das TTGO LoRa 32V2. Dann wird das hier geladen, beziehungsweise ist jetzt schon geladen. Dann geht ihr hier auf das Pfeilchen nach rechts, wo steht Plattform IO Upload. Dann wird die ganze Software auch komplementiert. Das dauert einen Moment. Ihr seht schon, hier unten läuft das dann durch. Hier schreibt er jetzt schon auf das Board. Und es war erfolgreich. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Und zwar diese abgeänderte Konfigurationsdatei müsst ihr jetzt natürlich auch noch auf das Board laden. Dazu geht ihr hier wieder auf diesen Alien. Ihr seht ja hier dieses Alien-Zeichen oder was das ist, oder Alien-Kopf. Dann geht ihr hier wieder auch auf euer Board. Das war bei mir schon geöffnet. Jetzt in meinem Fall wieder das TTGO LoRa 32-V2 Board. Geht hier unten auf Plattform. Aber auch schon geöffnet. Und geht dann hier auf Upload File System Image. Und dann seht ihr hier irgendwo auch, dass dann hier diese Datei auch, Und schon ist es erledigt. Das ging jetzt, hier steht es. Hier ist diese IS-CVG. .json-Datei, die jetzt im Grunde geupdatet wird, mehr oder weniger. War auch erfolgreich. Sollte jetzt auf eurem Display ein Error erscheinen, so ein Error und dann steht darunter zum Beispiel
Die Konfigurationsdatei wurde nicht gewechselt oder sowas. Kann passieren. Macht ihr einfach genau dasselbe nochmal. Macht nochmal Upload Filesystem Image. Einfach nochmal drüber flashen. Und das funktioniert dann. Ja, es kann mal passieren, dass so ein Error kommt. Oder ihr müsst nochmal hier auf das Pfeilchen rechts, um diese Bibliotheksdateien und diese Komplementierung nochmal zu machen. Aber es funktioniert dann. Ne? Es kann sein, dass es ein oder zweimal dauert. Ja, oder dass auch mal hier ein Fehler, ein Errorfehler kommt oder so. Aber ihr habt gesehen, er schreibt. Und wenn irgendwas nicht klappen sollte und wie gesagt ein Error auch auf dem Display sein sollte, einfach auf Upload File System Image nochmal klicken. Und dann klappt das, gell? Gut, ich würde sagen, das war's schon. Also auch das war wirklich nicht schlimm. Und ja, wenn ihr das dann gemacht habt, passiert Folgendes, wenn ihr dann auf euer Display guckt, bei dem neuen LoRa APRS iGate, dann wird dann, wenn ihr das anschaltet, beziehungsweise wenn ihr es noch am PC gestöpselt habt, wird es sofort ja eigentlich auch aktiv, wird es erstmal euer Wi-Fi, also euer Netzwerk suchen. Das wird das erste sein. Und danach wird es die Daten an den APRS Internet Server übertragen. Und wenn ihr dann hier guckt, taucht auch jetzt hier in meinem Fall die Station auch dann irgendwann auf, bei zum Beispiel APRS FI. Wenn ihr dann hier, das ist mit so einem I gekennzeichnet auch hier, ne, das ist ja diese Barke. Und dann stehen hier so gewisse Daten. Ich habe jetzt einfach nur mal, das werde ich auch vielleicht nochmal abändern, aber einfach hier LoRa APRS iGate RX Only, also nur Empfang, SWL Station Mahler 1. Ja, ja, das habe ich eingegeben bei mir. Und ja, und dann seht ihr das. Hier ist übrigens nochmal eine Wetterballon-Empfangsstation, die wird hier auch gestreamt auf APRS FI. Ja, und dann habt ihr hier euer iGate. Und wenn ihr dann euren iTracker aktiv schaltet, dann empfängt dieses iGate auch diesen Tracker und übermittelt die Positions-, Standortdaten und die Message, was ihr da eingetragen habt, natürlich hier auch. Das seht ihr dann hier so ein kleines Autochen rumfahren, in dem Fall ihr, wo ihr den Tracker mitnehmt, ja, im Auto oder sonst wo, fährt da so ein Autochen lang und überträgt brav an das iGate die Daten. Na, ich kann euch das jetzt hier so nicht zeigen, also ich würde ja gerne den Tracker jetzt anschalten und natürlich hier zeigen, wie das dann erscheint, aber ihr wisst ja, der Tracker ist nur für lizenzierte Funkamateure oder Amateurfunker, Entschuldigung, und ja, da ich gerade erst noch, sag ich mal, ja, dabei bin bzw. anfange, meine Lizenz zu machen, wäre das jetzt noch ungünstig. Da würden bestimmt viele ermahnen, den Finger heben und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen, aber ihr könnt mir glauben, das funktioniert jetzt. Ja? Wenn ihr den Tracker fertig habt und jetzt das iGate auch, das funktioniert. Vertraut mir da. Hundertprozentig. Die Software für beide Sachen, Peter Buchecker hat das wirklich klasse gemacht, funktioniert zuverlässig und ihr seht, es ist doch, wenn man das mal raus hat, recht einfach. Ich muss sagen, ich habe Peter auch viel um Hilfe gefragt per E-Mail, weil ich kam erstmal hier mit der Software, habe ich noch nie gearbeitet mit der Software, deswegen kam ich da erstmal nicht zurecht, aber dann zum Schluss hat es dann auch funktioniert und jetzt komme ich damit eigentlich relativ gut klar. Und ja, jetzt habe ich mein iGate und jetzt schalte ich nochmal um auf die andere Kamera, dann zeige ich euch das natürlich auch nochmal, wie das ausschaut. So, und hier seht ihr den fertigen oder das fertige LoRa APRS iGate, das Gegenstück zum Tracker. Das ist jetzt ein reiner Empfänger. Wie gesagt, der empfängt und tut die Daten zu dem APRS Internetserver weitergeben. Ganz tolle Sache. Ich habe das Gehäuse jetzt auch geschlossen. Ich werde euch mal auch nochmal, das ist wie gesagt das Gehäuse eigentlich von dem Wetterballon Empfänger MySondiGo. Ich werde euch aber mal den Link von der Druckdatei nochmal auch in die Videobeschreibung geben, wenn ihr das wollt.
Und da könnt ihr euch das dann selber ausdrucken oder ausdrucken lassen. Kann man ja auch online dann die Datei dementsprechend weitergeben an eine Firma und die druckt das dann aus für einen. Hier seht ihr jetzt, also er hat sich mit meinem Wi-Fi verbunden. Das seht ihr hier auch in den Lämpchen. Und ja, hier ist mein Stationsname und unten drunter steht jetzt, dass im Grunde die Daten, beziehungsweise er empfängt ja momentan nichts, ansonsten wird man hier diese Paketdaten sehen auf dem Bildschirm hier. Momentan tut er einfach nur diese Barke, wo dann da zu sehen ist, was ich euch gezeigt habe eben bei APRS-FI, dass hier überhaupt eine Empfangsstation ist, übertragen. Und wenn er dann eine LoRa-Paketdatei, also Paketdaten empfängt über Funk vom Tracker, erscheint das dann auch hier auf dem Display. Ja, ganz, ganz tolle Sache. Ich habe da jetzt auch keinen Akku mit reingebaut. Hätte ich auch machen können, aber die soll ja 24 Stunden durchlaufen dann. Deswegen werde ich die hier mit Feststrom versorgen über USB. Ich werde hier noch eine größere Antenne anschließen. Ja, da guckt ihr einfach mal bei Google, es gibt 433 MHz Antenne, einfach mal bei Google ein. Da findet ihr ein unzähliges Angebot. Da tue ich euch jetzt nicht irgendwie alle Links da rein. Damit guckt ihr einfach mal selber. Und ja, ist eine schöne Sache, kleines Kästchen. Könnt ihr irgendwo bei euch im Scheck schön lagern und also schön hinstellen. Und ja, macht hier einfach eine schöne große Außenantenne dran. Beziehungsweise groß sind die auch nicht, ne? Diese 430 ist eine kleine, schöne Antenne. Hauptsache so im Außenbereich finde ich immer besser, gerade jetzt was meine Situation hier betrifft. Ich bin ja hier ziemlich abgeschottet in dem Raum. Ja, schön. Gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ja, was soll ich noch sagen? Also zwei schöne Projekte, sowohl Tracker als auch iGate. Super Software, sowohl für beide, ne? Alle von einem Entwickler. Klasse. Also wirklich tolle Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das dadurch auch in Deutschland etwas flächendeckender wird. Vor allen Dingen mit diesen iGates. Diese, wie gesagt, diese LoRa 32 V2 Platine, die kostet irgendwas um die 15 Euro rum. Und ihr habt auch gesehen, die Software geht recht auch einfach zu flashen und zu konfigurieren. Ist kein Hexenwerk. Der Peter, der wird auch noch, hat ja auch diese Doku noch dazu geschrieben auf Deutsch. Also da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und ja, wie gesagt, dann stellt ihr euch so ein Kästchen ans Fenster. Tut hier ein bisschen USB-Strom rein, das ist nicht viel, was das Ding braucht. Und dann ja, wird das vielleicht ein bisschen flächendeckender bei uns. Wie gesagt, in Österreich ist da schon wesentlich mehr, in NRW auch, aber hier leider nicht so viel. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Na, mal wieder zwei Projekte beendet. Und ja, es ist immer wieder schön. Es ist wieder schön, vor allen Dingen, ja, man hat nicht unzählige Euros dafür ausgegeben, aber es ist trotz allem eine super und einfach tolle Sache. Ja? Gefällt mir immer wieder gut, solche ja, kleinen Bastlereien und solche sich da so ein bisschen durchzumogeln. Ja? Ich hatte da jetzt auch noch nicht so die Erfahrung damit, habe mich da auch erst ein bisschen reingelesen, aber ich find's wirklich klasse. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen und über ein Abonnement, wenn ihr denn ein neuer Besucher von mir seid, von meinem Kanal natürlich auch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt schön gesund und tschüss.